Die zwei, ne? Also nur, dass er halt nicht okay. So, am Samstag haben wir hier eine Countertour vor und der erste Park auf der Tour ist The Warbeek. Hat angefangen als Teehaus Warbeek und da drin, ne, da gibt es so richtig alte Schätzchen von Stahlachterbahn, Rodelbahn heißt sie, von 1930. Was sagst du denn sonst so über den Park? Also der Park ist klein und schnuckelig. Es gab Vergleiche zur Funworld neben dem Europapark, aber das würde ich nicht ganz stehen lassen, weil das ist eher so ein bisschen hingeschludert und hingesifft, sage ich mal, was da nebenan in Rust steht. Aber das hier, das ist mit Liebe eigentlich hingebaut, denke ich mal. Und gerade die alten Schätzeleien von den, wie heißt das, eine Kalypso oder das Halligalli von Mack tatsächlich noch in uralt. Raupenbahn mit Überdachung sogar, das ist ja wirklich selten mittlerweile, das gibt es ja kaum noch. Also für Freunde der Nostalgie ist es wirklich eine Perle hier. Ja, könnt ihr mal vorbeigucken. Also für diese Freunde gebe ich mal einen Daumen nach oben. Aber, ja. Für Counter-Bitches. Und für Familie. Check.